In den nächsten Videos beschäftigen wir uns ja mit neuen Technologien für Personen mit Demenz. Warum sind neue Technologien für den Bereich Demenz und Ernährung denn so von Interesse? International haben wir eine Zunahme von Menschen mit einer Demenzerkrankung. Das haben wir schon ganz am Anfang des Kurses gehört. Und diese Erkrankung führt über die Zeit zu Pflegeabhängigkeit und zu unterschiedlichsten Pflegeproblemen, wie eben auch Ernährungsprobleme. Und dadurch kommt es natürlich auch zu einer Zunahme von Personen, die Langzeitpflege benötigen. Und das bewirkt wieder eine Steigerung des Bedarfs an Gesundheitsleistungen. Parallel dazu haben wir aber eine zunehmende Versorgungslücke durch die verfügbaren Pflegekräfte, also Angehörige, aber auch professionelle Pflegepersonen. Durch diese ganzen Entwicklungen sind in den letzten Jahren sehr viele neue Technologien entstanden, wie eben zum Beispiel Roboter. Und diese neuen Technologien versuchen einfach, Angehörige und Pflegepersonen zu entlasten bzw. zu unterstützen. Sie versuchen aber auch, die Betroffenen in ihrer Unabhängigkeit zu fördern und sie versuchen auch, die institutionelle Pflege hinauszuzögern. Und was natürlich auch wichtig ist und wozu diese Technologien auch notwendig sind für die Weiterentwicklung, ist für den Einsatz zur Prävention und zur Unterstützung von Ernährungsproblemen. Das heißt, für Personen mit einem Risiko für Demenz, aber auch für bereits Erkrankte. Und was sind nun eigentlich diese neuen Technologien? Neue Technologien sind eigentlich Technologien, die sich noch in Weiterentwicklung befinden. Und hier sehen Sie im Hintergrund die Top 10 der neuen Technologien aufgelistet für den Gesundheitsbereich. Wir haben hier zum Beispiel soziale Roboter, aber auch die virtuelle, erweiterte und gemischte Realität. Und auf diese Bereiche werden wir noch näher zum Sprechen kommen in den nächsten Videos. Es gibt Exoskelette zum Beispiel, das wären so robotische Anzüge, um zum Beispiel das Gehen zu unterstützen. Wir haben die Sprachsteuerung, die ist eigentlich schon relativ überall eingebaut. Also wir finden die in den Smartphones drinnen, wir finden sie in den Roboter zum Beispiel eingebaut, in autonomen Fahrzeugen und in vielen Technologien mehr. Wir haben auch Wearables. Wearables sind einfach Technologien, die Sie tragen können. Das können jetzt Smartwatches sein, das können aber auch zum Beispiel Schuhe sein, die einfach über Sensor Daten aufnehmen. Das kann auch Kleidung sein und das kann sogar über Schmuck eigentlich aufgenommen werden. Also auch da gibt es Wearables in Schmuckform. Und was wir noch haben, sind zum Beispiel Apps. Apps sind einfach Programme, die Sie zum Beispiel am Smartphone haben, am Tablet, aber auch zum Beispiel in Roboter. Also da ist auch wieder, das ist so vielfältig wie bei der Sprachsteuerung. Und dann gibt es noch den Bereich der Smart Homes. Da ist es eigentlich so, das sind Häuser oder auch Wohnungen, die eben mit unterschiedlichen Technologien ausgestattet sind, die miteinander vernetzt werden über das Internet und auch miteinander kommunizieren können. Die autonomen Fahrzeuge, eh schon kurz angesprochen, hier gibt es auch sehr viel an Entwicklung. Und dann hätten wir noch die mobilen Diagnosegeräte. Hier könnte zum Beispiel der Hausarzt bei den Patienten zu Hause über eben so ein spezielles Stethoskop direkt die Daten auf das Smartphone oder eben auch auf das Tablet spielen. Und dann gibt es noch einen Bereich, der sehr interessant ist. Das wären dann spezielle Arzneimittelverabreichungsformen und zwar wirklich in Technologieform. Und ein Beispiel dafür wäre die digitale Pille. Das sind einfach sozusagen Pillen, die mit Sensoren ausgestattet sind. Sehr häufig werden die eingesetzt, zum Beispiel in der Psychiatrie, um die Medikamenteneinnahme zu überwachen. Das heißt, man sieht dann wirklich aufgrund dieser Sensoren im Medikament, ob dieses Medikament auch geschluckt wurde und kann natürlich das auch verfolgen. Weiters werden solche Pillen auch erforscht im Bereich Fettleibigkeit, Adipositas. Künstliche Intelligenz ist ja gerade ein Begriff, den man in den Medien häufiger hört. Was genau versteht man eigentlich darunter? Für die künstliche Intelligenz gibt es eigentlich keinen einheitlichen Begriff. Wenn man das ganz kurz eigentlich beschreibt, sind es Programme, die menschliches Denken und Handeln imitieren. Das heißt, das wären Programme, die selbstständig auch Entscheidungen treffen können und Probleme lösen können.
Wenn man das ein bisschen breiter sich anschaut, muss man sagen, innerhalb der künstlichen Intelligenz befindet sich auch das maschinelle Lernen. Also das ist ein Teilbereich. Und bei diesem maschinellen Lernen, da geht es um Algorithmen, die einfach Muster in Daten erkennen können. Und die Leistung von diesen Algorithmen und von diesem maschinellen Lernen wird eigentlich umso besser, je mehr Daten vorhanden sind. Das heißt, deswegen ist eigentlich das Ganze so positiv für die neuen Technologien, weil die brauchen meistens sehr viel Daten und umso mehr Daten man hat, umso besser funktioniert auch die künstliche Intelligenz. Die braucht nämlich irrsinnige Datenmengen. Und innerhalb dieses maschinellen Lernens gibt es auch das Deep Learning. Das ist auch wieder ein Teilbereich sozusagen. Und da sind sozusagen auch die neuronalen Netzwerke vorhanden. Das heißt, es wird eigentlich das Gehirn künstlich imitiert mit diesen neuronalen Netzwerken. Und das heißt, dieses System lernt dann wirklich aufgrund der eigenen Erfahrungen. Und damit Sie das Ganze jetzt auch noch besser verstehen, was künstliche Intelligenz ist, würde ich Sie bitten, das dazugefügte Video anzuschauen, weil das wird Ihnen das ganz leicht erklären und Sie werden das dann sehr gut verstehen. Danke für die Erklärung, Sandra. Bitte gerne. Welche aktuellen Forschungsbereiche gibt es für die Demenz noch und welche neuen Technologien sind da besonders interessant? Also aktuelle Forschungsbereiche wären zum Beispiel das Assessment, die Diagnose und das Monitoring. Assessment meint, man versucht zum Beispiel mittels Fragebögen zu erkennen, wo die Problembereiche der Personen liegen. Also man macht hier mit Skalen, mit Fragebögen, macht man hier sozusagen Untersuchungen. Das können so Testverfahren sein und erkennt man, aha, hier liegt ein Problem und hier müssen wir eine Intervention setzen. Dann natürlich auch für die Diagnosestellung, damit man eben zum Beispiel herausfinden kann, hat eine Person Demenz oder nicht, als Beispiel. Und Monitoring wäre die Verlaufskontrolle, damit man einfach sozusagen über die Zeit Veränderungen gut erkennen kann. Ein sehr starker Fokus in der Forschung in diesen Bereichen wäre bei der Kognition, was eigentlich auch sehr klar ist. Und da hat man eigentlich sehr früh schon begonnen, dass man neuropsychologische Testverfahren, wie zum Beispiel der Mini-Mental-Test, dass man den versucht, statt in Papierform durchzuführen, dass man das auf den Computer bringt oder auch auf den Laptop. Und ein weiterer Fokus in der Forschung sind die Aktivitäten des täglichen Lebens. Hier gibt es sehr viele Projekte im Bereich Zubereitung von Getränken und Speisen sowie Einkaufen, um einfach hier in diesem Bereich Assessment, Diagnose und Monitoring durchzuführen. Und diese Bereiche Assessment, Diagnose und Monitoring, die man im frühen Papierform gemacht hat, oder eben auch dann am Computer oder am Laptop. Hier versucht man nun neue Technologien einzusetzen, um eben Assessment, Diagnose und Monitoring durchzuführen. Mehrere neue Technologien dafür wären zum Beispiel die erweiterte Realität, die virtuelle Realität und die Mixed Reality. Augmented Reality und virtuelle Realität dürfen nicht ganz voneinander getrennt betrachtet werden, sondern wir haben hier eigentlich ein Kontinuum. Und das sagt man dann meistens Mixed Reality Spektrum. Und am einen Ende finden Sie eben die reale Welt bei diesem Kontinuum und auf der anderen Seite die digitale Welt. Das heißt, entweder wird die digitale Welt erweitert durch eine Technologie oder die reale Welt wird erweitert durch eine Technologie. Und wie Sie sehen auf der rechten Seite, vollständig eintauchen in die digitale Welt können Sie zum Beispiel mit einer VR-Brille. Das ist eine Brille, die vollkommen abgeschlossen ist und wenn Sie eintauchen in diese digitale Welt, können Sie von der Realität rundherum absolut nichts mehr wahrnehmen, sondern Sie sehen dann wirklich nur diese künstlich erzeugte Welt. Augmented Reality auf der anderen Seite können Sie zum Beispiel mit einem Smartphone erleben, also wahrscheinlich kennen Sie auch Pokémon Go, oder Sie können das auch erleben mit einem Tablet oder auch mit Gläsern, wie zum Beispiel der HoloLens. Wenn Sie jetzt zum Beispiel diese HoloLens-Brille, das wäre die obere Brille, wenn Sie die aufhaben, sehen Sie ganz normal die Realität um sich herum und zusätzlich wird über diese Brille entweder ein Hologramm eingeblendet oder Symbole wie zum Beispiel Pfeile. VR und AR wurden
im Gesundheitsbereich eigentlich erst so ab den 1990er Jahren angewendet und wurde und wird auch bisher häufig nur in Ausbildung, Diagnose, Behandlung, Beratung und Rehabilitation eingesetzt. Das heißt, wir haben eigentlich sehr wenig Forschung für Erkrankte selbst, also für Patienten, und wir haben auch sehr viel wenig Forschung im Bereich der Erkrankungen Depression und Demenz. Bei der virtuellen Realität ist es auch noch wichtig, dass man auf die Immersion und auf die Präsenz eingeht, wobei eben die Immersion bedeutet, dass man eintauchen kann in die Inhalte des Mediums. Und da gibt es die mentale Immersion und die physikalische Immersion. Die mentale Immersion heißt einfach, wie tief kann ich mich in diese Handlung, die eben erzeugt wird, in dieser virtuellen Welt hineinversetzen. Und da ist es eben wichtig oder auch eine Voraussetzung, dass man diese Fiktion auch akzeptieren kann in dieser digitalen Welt. Und physikalisch bedeutet einfach, dass man sehr viele Sinne auf reale Art und Weise ansprechen sollte, um eben gut eintauchen zu können. Und dafür helfen eben diese VR-Brillen. Und da macht es natürlich auch Unterschiede, wie eben die Auflösung ist, wie dort drinnen sozusagen die Welten gestaltet sind, inwieweit man gut eintauchen kann. Und was natürlich auch noch helfen kann, sind die Handschuhe mit haptischem Feedback oder auch Tracking-Laufbänder. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und eine hohe physikalische Immersion kann sich wiederum sehr positiv auf die mentale Immersion auswirken. Weil umso mehr ich diese Welt als sehr real betrachte, kann ich natürlich auch tiefer in diese Handlung hineingehen. Des Weiteren ist Präsenz auch ein wichtiges Thema. Und das bedeutet einfach das subjektive Gefühl, sich innerhalb dieser VR-Welt zu befinden. Das heißt, wie real nimmt jemand diese Welt wahr? Und wir haben da unterschiedliche Grade der Präsenz und das hängt eben sehr stark wieder von der Immersion ab. Also inwieweit kann ich mich wirklich dort hineinversetzen, dass das Ganze real wirkt. Und dabei ist natürlich die Involviertheit auch wichtig. Das wäre der Grad der Aufmerksamkeit bzw. das Interesse an der simulierten Welt. Weil, wenn ich zwar eine wunderbare physikalische Immersion habe, das heißt, wir haben eine wunderbare Auflösung, die Welt ist total real und man kann sie sehr gut wahrnehmen, kann es trotzdem sein, dass die Person sagt, nein, ich mag da eigentlich nicht eintauchen, weil diese ganze Umgebung interessiert mich gar nicht vom Inhalt. Und deswegen muss man diese beiden Dinge immer gemeinsam betrachten, Immersion und Präsenz. Des Weiteren haben wir auch noch diesen Unterschied zwischen 360-Grad-Bildern bzw. Videos oder Rundgänge und der wirklichen, vollständigen virtuellen Realität. Bei den 360-Grad-Bildern würde ich sagen, das ist so eine Vorstufe, eine leichte Form der virtuellen Realität. Da ist es eigentlich so, Sie steigen mit der Brille in dieses Szenario ein und im Grunde ist das wie ein Film. Sie können das mit einer Serie, mit einem Film vergleichen. Sie können sich die Umgebung betrachten. Sie können hinauf, hinunterschauen, rechts, links, rundherum. Sie sehen alles, was passiert, aber Sie können keinen Einfluss in die Handlung nehmen. Sie können keine Interaktion setzen. Sie könnten zum Beispiel diesen Hund, den Sie am Bild sehen, nicht streicheln. Vollständige virtuelle Realität ist es dann, wenn Sie eben wirklich wie bei einem Computerspiel teilnehmen können. Das heißt, Sie können interaktiv wirklich etwas erleben, Sie können Handlungen setzen. Und wirklich, da könnten Sie, wenn Sie wirklich in der vollständigen virtuellen Realität wären, könnten Sie den Hund dann auch streicheln. Oder wenn Sie am Strand spazieren gehen und ein Szenario dort haben, könnten Sie zum Beispiel die Muscheln aufheben. Das wäre sozusagen der große Unterschied. Welche anderen Forschungsbereiche sind denn noch aktuell? Ein weiterer wichtiger Forschungsbereich ist das Aufrechterhalten der Funktionen bei den Personen mit Demenz. Und das kann man sehr gut erreichen mit unterschiedlichsten Monitoring-Systemen. Das heißt, Sie machen eine Verlaufskontrolle und können dadurch, wenn Sie da Technologien einsetzen, Veränderungen sehr gut und frühzeitig erkennen, was man im Normalfall nicht so leicht hat. Die Systeme könnten auch automatische Empfehlungen geben oder sie geben allgemeine Empfehlungen für die Entscheidungsfindung und sie können auch helfen, indem sie Anweisungen geben oder auch Unterstützung.
Des Weiteren ist da auch die Motivations- und Emotionserkennung wichtig und auch kognitiv-assistive Technologien, wie zum Beispiel Roboter. Das heißt, auch in einem Roboter könnten Sie eben Dinge entwickeln, damit eben der Roboter hier Monitoring bei den Personen durchführen kann. Wir haben dann auch noch einen sehr großen Bereich, der gerade auch im Pflegebereich sehr wichtig ist. Das wäre Freizeit und sinnvolle Aktivitäten. Und hier haben wir sehr viel Forschung mit Musik, mit Tanz, mit Kunst, mit Geschichten und Fotos. Geschichten und Fotos sind deshalb so wichtig bei Personen mit Demenz, weil man positive Erinnerungen aktivieren kann. Auch Musik ist oft eben ganz gut und auch Tanzen, weil die Motorik bleibt oft sehr lang erhalten. Also wir haben dann auch ein Projekt zum Beispiel durchgeführt, wie Sie es hier am Foto hinten sehen, mit dem Roboter Pepper. Und er hat die Personen motiviert, dass sie eben zum Beispiel auch mittanzen und auch singen. Weitere Bereiche sind hier auch dann Navigation, Mobilitätsförderung, soziale Interaktion, Kommunikation, Spiele und auch ein interessanter Bereich, dass man nicht nur allgemein die Freizeit hat, sondern dass man Freizeit auch in einer anderen Art und Form auch erleben kann. Und dafür wäre zum Beispiel wieder diese virtuelle Realität ein tolles Medium, um eben zusätzlich Freizeitaktivitäten über so eine Brille anbieten zu können. In der Pflege gibt es auch immer mehr Forschung jetzt im Bereich der sozialen assistiven Robotik. Und diese Robotersysteme, die können helfen beim Assessment, beim Monitoring für unterschiedlichste Interventionen. Sie können kommunizieren mit den Leuten, sie können soziale Kontakte aufbauen, sie können diese stärken, sie können anweisen, sie können anleiten, sie können an gewisse Dinge erinnern, wie an die Medikamente. Sie können auch Emotionen und Gesichter erkennen. Navigation ist auch so ein Thema, was sehr wichtig ist bei der Robotik, nur da ist auch noch sehr viel Forschungsbereich. Gerade wenn ein Roboter zwei Beine hat, dann ist das immer sehr schwierig. Leichter sind Roboter auf Rollen. Er kann auch unterstützen bei Freizeitaktivitäten, indem er Spiele anbietet. Aber was nicht funktioniert, ist wirklich eine direkte Pflegeunterstützung. Das ist etwas für die Zukunft. Bei den Robotern gibt es auch unterschiedliche Formen des Aussehens. Wir haben ja zum Beispiel Roboter, die können sehr mechanisch aussehen. Wir haben humanoide Formen, die schauen zwar schon in Richtung menschlich aus, aber sind doch noch als Maschine zu erkennen. Wir haben aber auch Androiden, die sind eben sehr menschenähnlich. Und wir haben auch Roboter in Tierform. Ich möchte Ihnen jetzt ein Beispiel bringen, wie zum Beispiel ein sozialer Roboter bei dem Thema Ernährung unterstützen kann. Und da hat es eben in der Literatur ein Projekt gegeben mit diesem Roboter Pepper, der einfach versucht hat, dass die Personen sich an Therapieempfehlungen im Bereich der Ernährung halten. Und hier sehen Sie sozusagen, wie das abgelaufen ist. Und der Roboter Pepper hat eigentlich während dem Essen diese Unterstützung bzw. diese Ernährungsempfehlungen gegeben. Und das Ganze war eben so programmiert, dass eben der Roboter Pepper dann gestartet ist, wenn eben Personen gesagt haben, jetzt haben wir Essen, Mittagessen, dann hat er sich aktiviert. Er hat dann irgendeine Reaktion auf das Essen gegeben, also das war sehr unterschiedlich und auch individuell, und hat dann auch direkt die Nahrung sozusagen, also den Teller mit dem Essen aufgenommen als Bild und hat diese Daten dann auch weitergesendet an das Forschungsteam. Das heißt, die haben dann wirklich auch sehen können, was hat die Person jetzt gegessen. Nachdem dann in diesem Beispiel die Person die Empfehlung bekommen hat, eben drei Mahlzeiten zu sich zu nehmen, hat der Roboter Pepper dann auch gefragt, wirst du das heute auch einhalten, dass du dreimal am Tag isst? Und wenn die Person dann gesagt hat, ja, das mache ich, dann hat er das durch Lob verstärkt. Und wenn die Person gesagt hat, nein, eigentlich mag ich nicht so, dann hat er eben Gesundheitsempfehlungen gegeben, warum das wichtig wäre. Während dem Essen hat sich dann der Roboter auf Standby gesetzt und hat sich dann erst wieder aktiviert, wenn die Person sozusagen mit dem Essen fertig war. Dann hat er sich wieder gestartet und hat dann gefragt, und liebe Marie oder wie auch immer, bist du jetzt satt? Und wenn die Person ja gesagt hat, hat er dann mit einem Gesundheitsquiz begonnen, um einfach
das Wissen zu fördern im Bereich zum Beispiel gesunde Ernährung. Und wenn die Person gesagt hat Nein, dann hat er noch etwas abgewartet oder hat auch Empfehlungen gegeben, dass es vielleicht doch wichtig wäre, eben Intervalle einzuhalten oder was auch immer für diese Person eben notwendig war. Danach hat der Roboter Pepper dann auch noch sozusagen gefragt, wie geht es der Person heute? Also er wollte dann wissen, gibt es gesundheitliche Probleme oder ist eigentlich alles in Ordnung? Wenn die Person ihm gesagt hat, es geht ihr nicht gut, dann hat er nachgefragt, was los ist. Und wenn er eine Antwort geben konnte, weil das eben bei ihm programmiert war, dann hat er sozusagen eine Empfehlung gegeben für dieses Problem. Und wenn er das aber nicht integriert hatte, dann hat er das Ganze nur aufgenommen, das Audio und vielleicht natürlich auch Video, und hat diese Daten sozusagen an das Forschungsteam gesendet. Und dann wurde das Ganze wieder beendet. Das heißt, das war jetzt so ein kleiner Ausschnitt, wie ein Roboter zum Beispiel in diesem Bereich unterstützen kann. Das war jetzt nicht wirklich ein Beispiel oder ein Projekt im Bereich der Demenzforschung, aber ich habe das gebracht, weil die Personen mit Demenz gesagt haben, etwas in dieser Form wäre für sie eigentlich interessant. Danke für die Ausführungen. Sehr gerne.